Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Nein, doch. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Tja, hallo Freunde, hier ist der Baumarm und hier ist die nächste Folge Spannend Wars. Und ich, freue mich auf ein Dreierplatoon E25 als Top-Tier. Der absolute Hammer. Ich hab mal kurz an, weil es gibt hier was zu sagen. Und zwar wird dieses Replay aus der Sicht von zwei der drei E25 hier gezeigt. Zuerst gucken wir uns das Ding aus der Sicht von Lieblingsmensch, alias Tourette am Barett. Ja, so heißt sein Kanal. Den verlinke ich hier unter dem Video. Dann könnt ihr mal da hingehen. Der macht coole Sachen auch. Und ja, ich freue mich riesig, dass er mir das Ding hier, oder besser gesagt, die beiden Dinger hier geschickt hat. Spannend, Force geht in die nächste Runde. Wir sehen zuerst Lieblingsmensch und danach gucken wir uns Thanatos an, der zweite von den E25 hier. Und da bin ich mal gespannt, wie das hier am Ende ausgeht. Da gucken wir uns jetzt mal an. Also zuerst aus der Sicht von Tourette am Barett, Lieblingsmensch, Arschloch. Oder so in der Art irgendwie, ne? Die fahren auf die linke Flanke. Wir machen die Karte mal ein bisschen größer. E25 hat ja mittlerweile, glaube ich, jeder. Ist ja wieder mal im Adventskalender, war er ja drin. Und ich dachte eigentlich, der kommt nicht mehr. Er wird nicht mehr, nie mehr kommen zum Kaufen. Na, also hier. Das müsste die Sturmgeschütz 3G-Kanone sein mit 150 Durchschlag. 135 Schaden und er hat noch 20 APCR dabei. Da hat er knappe 200 Durchschlag. So, die drei, ja, fahren alle drei hier auf die... Was ist denn jetzt hier? Menschenskinder nochmal! Fahren alle drei hier auf diese Flanke. Der Berg ist, ja, hier ein bisschen schon mal gleich der Lack verkratzt. Der Berg ist verwaist. Es ist kein Schwein auf dem Berg. Es interessiert doch gern, was auf dem Berg passiert, wie es aussieht. Und was er hier veranstaltet mit seinem Chef... Was ist denn hier denn? Cheffy, ja, Cheffy. Er meint auch, er wäre komplett unsichtbar mit seinem Cheffy. Oh, da haben wir links noch einen Cheffy. Die haben zwei Cheffys. Ja, da war's. Der eine ist schon mal... Tschüssikowski! Ist der eine schon mal... Oh! Also das war... Dass der den nicht getroffen hat, komisch. Mensch, ins China. Er hat ja noch Glück ohne Ende hier mit seinem Cheffy. Was haben denn die Gegner eigentlich? Die haben zwei E25. Die haben eine Drecks-FV-Arti. Und die haben Tiger, Tiger, P, T29 und sein Team. Zwei Tiger, 1. Okay. So, was ist denn hier? Ah, Mann. Die FV fängt schon gleich hier an zu wirbeln. Das habe ich da genau gewusst. Dieses kleine Dreckding, ne? Aber ich habe es ja auch und ich liebe sie ja, ne? Das ist geil. Sie schießt so schnell. Aber auch der E25 hier schießt sehr schnell, ne? Bis jetzt hat sein Zug hier noch nichts gerissen. Er hat gleich seine AP-Granaten alle verschossen. Nee, Quatsch. Hat noch ein bisschen Munition dabei. Der Tiger 1 auf der linken Flanke geht hier auf, weil der VK28 den aufmacht. Aber ist natürlich für ihn und seinen Zug etwas zu weit weg. Der Cheffy hat endlich mal erste Treffer gefressen und wird hoffentlich bald draußen sein, weil dann wird es fürs Gegnerteam schwierig. Ey! Ja, kritischer Treffer, genau. Der ist ja so stark gepanzert, der Cheffy, dass man da nicht durchkommt. Dann wird es fürs Gegnerteam schwierig. Also wenn der Cheffy raus ist, haben die keinen Spotter mehr. Und dann, dann brennt die Luft sozusagen. Dann rast der Blocker, dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, hier ist munteres Picknicken oder was hier hinten, ne? Die sind hier am Picknicken. Ja, da ist der erste schon mal raus. Da hinten steht irgendwo ein TD. Da ist die FV. Guckt sich das mal an, wie weit die vor ist. Ja, das war's mit der FV. Also, was der davor... Was hat der denn für einen Plan gehabt jetzt? Ja gut, die FV ist natürlich von ihrer Feuerreichweite begrenzt. Also muss sie nach vorne, genauso wie die Bishop. Bishop ist ja noch schlimmer. Aber hier so nach vorne zu fahren, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Sturmgeschütz 3G. Ja, was haben wir hier? Tiger 1.
Und er wird penetriert. Der wird jetzt hier auseinandergenommen von den E25ern. Zack. Den macht er platt, ihr Stakill. Sehr schön, steht 4 zu 4. Und jetzt greifen die E25 an. Thanatos kommt mit ihm vor, ja. Das macht Sinn. Jetzt gehen sie hier auf die TDs drauf. Jetzt gehen sie hier auf die TDs drauf. Was ist denn auf dem Hill überhaupt? Ich glaube, der Hill ist längst gefallen. Die Gegner sind da schon durch und kommen. Ja, Sturmgeschütz 3G ist hoch raus. Es steht 5-5 und der gute Lieblingsmensch hat seinen zweiten Kill in der Tasche. Sehr schön. Jetzt vielleicht noch hin auf den VK, dann haben wir Kill Nummer 3. Jetzt kommt, kriegt er die Kanone nicht runter. Und guck mal hier, wie dicht steht denn der an dem Rand? E25, der muss jetzt hier raus. Sehr schön, sein Team räumt hier auf der Flanke und das war's. Das war der dritte Kill für Lieblingsmensch. Supergeil, supergeil. Ah, es ist einfach schön anzusehen, wie so ein E25-3er-Platoon einfach aufräumt. Und jetzt fährt er hier drauf. Er fährt hier drauf. Zack. Spotting-Schaden kassiert. 8 zu 6 steht's, Leute. Also wenn man sich die Flanke hier jetzt mal anguckt, ist die komplett aufgeräumt. Ne? Das einzigste Problem sind die drei Heavys, die oben über den Hill durch sind. Und da steht drüben nur der Churchill 7 als Gegner. Das ist nix. Das wird vielleicht noch mal eng. Werden wir sehen. Das wird vielleicht noch mal eng. Sehr schön, Warbird. Die E25er räumen auf. Die E25er räumen auf. Thanatos und Warbird fahren jetzt ziemlich mittig. Und der Lieblingsmensch versucht wohl, die gegnerischen Fahrzeuge von hinten anzugreifen. Die Idee ist gut. Hoffentlich geht die Taktik. Guck mal, hier steht. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Und der guckt nicht, der guckt nicht. Was ist denn das hier? Das ist ein Schwede. Jetzt kettet er den nur. Scheiße. Jetzt könnte es eng. Oh, scheiße. Jetzt kriegt das von allen Seiten. Oh nein, 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 nein. Da kommen die, natürlich kommt er da hinten noch über die Brücke. Was ist mit seinen Jungs? Könnt ihr ihm helfen? Nein, er geht hier raus. Und jetzt ist hier Pause angesagt, Leute. Jetzt ist hier Pause angesagt. Und jetzt, Leute, switchen wir auf Thanatos. So, Freunde, hier sind wir jetzt mit Thanatos unterwegs. Und da hinten fährt er. Touretta Barrett, Arschloch. Lieblingsmensch. Und macht jetzt den Fehler zu schießen. Geht auf. Und jetzt gucken wir uns den Tod von Lieblingsmensch an. Er kriegt hier noch Unterstützung von Thanatos. Der versucht ihm noch die Seite, die Flanke zu decken. Aber er kann es nicht schaffen und muss den Tod von Lieblingsmensch hier mit ansehen. Der hier rausgeschossen wird. Und jetzt gucken wir uns an, was Thanatos jetzt hier reißen kann. Er hat die Schokolade dabei und hat mittlerweile auf APCA umgeladen. Warbird macht hier seinen nächsten Kill. Insgesamt hat der E25-Zug, der jetzt dezimiert wurde, auf zwei Fahrzeuge 5 Kills auf der Uhr. Da steht 10-7 und ich glaube, das Ding ist hier noch nicht gegessen, weil die gegnerischen Heavys sind zurückgeeilt, um hier was zu reißen noch. Und die gegnerischen E25 räumen auch auf. Es steht jetzt 10 zu 10. Und ich bin echt gespannt. Jetzt geht hier Warbird raus. Und jetzt ist Thanatos alleine. Kann dem E25 aber schön eine in den Turm zimmern. Und schießt nicht mehr. Jetzt kann er schießen. Ah, schade. Der E25 kann ihn nicht sehen. Ja, jetzt hat er hier auch noch die Telekommunikation zerstört. Jetzt telefoniert hier keiner mehr. So, und das ist das, was ein E25 macht. Er stellt sich irgendwo am Arsch der Welt in irgendein Gebüsch, geht nicht mehr auf und kann mit seiner Sichtweite und seiner hohen Feuerfrequenz einfach Terror machen. Terror! Und außerdem muss er, Lieblingsmensch und Warbird, rächen. VK. Was haben wir hier? VK 3001H. 5er Heavy. Die hat er schon mal gefressen. 1500 Schaden mittlerweile hat Thanatos auf der Uhr.
10:12. Was hat denn er überhaupt noch in seinem Team? Eine M44 und eine Su-85. Und die stehen natürlich da hinten alles andere als gut. Oje, 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 oje. Das wird jetzt spannend, Wars, Leute. Jetzt cappt der Gegner auch noch. Da muss doch sein... Ja, sein Team, die cappt noch so gut es geht, wie man sieht. Und Thanatos entscheidet sich jetzt dazu, oder dafür, zurückzufahren. Er muss in der Base aushelfen, weil hier zu cappen oder hier jetzt an der Gegnerbase zu warten, die E25 schalten und walten, oder der eine E25, der noch lebt, ist hier am Schalten und Walten, wie er will. Und die M44 hat jetzt keine Chance. Wir kommen jetzt auch in den Bereich, wo man sagen könnte, einer gegen vier, einer gegen fünf. Ja, sollte die M44 das hier nicht überleben und rausgehen. Da ist der T5, da ist der T29, den schafft er doch, komm. Jetzt verbiest er sich so. Und jetzt ist er alleine gegen fünf Gegner, Leute. Und jetzt, das ist dann immer der Punkt, wo ich dann Puls kriege, ne? Da fange ich an zu zittern, da wird die Atmung flach, ne? Jetzt darf man keine Fehler mehr machen, ne? Das ist zu schaffen. Er hat genug APCR-Granaten, um die hier alle noch zu erledigen. Jetzt schießt nicht blind, genau. Die Frage ist, wie viel Struktur... Der kommt da hinten, der E25, und hat so gut wie keine Struktur mehr. Hat ihn aber gesehen, wie es aussieht. Aber Thanatos hat dich auch gesehen, mein Freund. Tschüss. Das war wichtig. Der war meiner Meinung nach der gefährlichste Gegner, weil der ihn einfach aufmachen kann. So, jetzt cappt hier wieder einer. Er muss jetzt zurück. Er muss was tun. Arti hat der Gegner keine mehr. Das ist optimal, weil da kann er sich hier irgendwo verkriechen und feuern. Hätte der Gegner noch die FV, dann wird es eng. Aber jetzt steigt die Spannung natürlich, Leute. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Sie steigt. Könnt ihr sie spüren? Könnt ihr die Spannung spüren? Das ist spannend, Wars. Jetzt darf keiner abschalten. Wer jetzt abschalten tut, der ist selber schuld. Ich wollte jetzt eigentlich irgendein Reim bringen oder irgendwas erzählen. Das fällt mir jetzt gerade nichts hin. Tiger P. Ist sich wahrscheinlich seines Caps sicher. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Oben auf die Kapole. Das wird nach... Jetzt geht er zu. Also einmal hat er gedecapped. Das ist gut. Der Gegner hat aber auch nichts mehr, was geschwindigkeitstechnisch dem E25 Probleme bereiten könnte. Vielleicht die Su-85 noch. Der T29 hat eh die Schnauze voll. Der ist eh am Arsch, sozusagen. Jetzt wird nicht mehr gekappt. Er kann sich also darum kümmern, gegnerische Fahrzeuge auszuschalten. Zeitmäßig 4 Minuten 10. Oh, da kommt der Tiger P. Will's wissen. Jetzt steht wieder einer im Cap. Das heißt, Thanatos, fahr nicht zu weit. Du musst was tun. So, jetzt... Der Tiger P. ist natürlich ganz helle und versucht hier vorzufahren weiter. Der VK3001H. Jetzt muss er sich den raussuchen, der zuerst raus muss und am einfachsten rauszunehmen. Jawohl, der ist schon mal weg. 12:14. Das heißt also, dass die Su... wohl im Cap steht. Hier kommt der T29, der auch nicht weiß, was der hat ihn gesehen. Und den nimmt er auch noch raus. Wahnsinn. Oh, jetzt hat der Tiger P. ihn gesehen, weil er ja geschossen hat. Ist klar. Es steht 13:14. Die WN8, sie steigt jetzt langsam an auf 3800. Dritter Kill. 2000 Schaden auf der Uhr. Und jetzt muss die Su raus. Er muss jetzt gucken, dass er auf die Su kommt. Ja, Zeit ist genug. Der Tiger P. ist eine lahme Sau. Und um den kannst du dich auch nur noch kümmern am Ende. Jetzt muss die Su raus. Und dann ist das Ding hier... Dann ist das Ding hier meiner Meinung nach gewonnen. Der Tiger P. kann ihm nicht das Wasser reichen. Ja? Wenn er ihn da dran lässt an sich. Das muss es sein. Das muss es sein. Die Su muss jetzt raus. Er fährt einfach drauf. Er fährt einfach drauf auf die Su. Das interessiert ihn einen Scheißdreck. Es sind noch 12 Sekunden. 9. Da ist die Su. Und sie ist raus. Bei 8 Sekunden gedecapped. Es sind noch 2,5 Minuten.
2072 Schaden auf der Uhr und er ist hier aufgegangen. Fährt aber jetzt weg. Vierter Kill. Zusammen haben sie jetzt 9 Kills im Zug. Er hat 4048. Und ich glaube, die haben alle keine Fingernägel mehr. Die sind hier alle fix und alle. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das hier noch ausgeht. Es sind nur noch 2 Minuten. Wird das ein Unentschieden oder was? Oder kann er den Tiger P hier noch verseifen? Er hat noch 17 APCR-Granaten. Das reicht allemal. Und der Tiger P steht auf dem offenen Feld. Ja. Seitlich. Also da würde ich jetzt einfach alles drauf semmeln, was ich noch habe. Sobald der aufgeht, Feuer. Dauerfeuermodus und drauf. Ja. Gut, wenn der Tiger P ihn trifft, was kann er ihm noch, wie viel Struktur hat er noch? Ja, also einen kann er sich leisten. Einen Hit kann er sich leisten. Und der Tiger P hat keinen Bock auf Unentschieden, wie es aussieht. Der will hier auch gewinnen. Ja, also, was hat denn der Tiger P? 2 Kills? Müssen wir nachher mal eine Auswertung gucken, was der Tiger P denn so gerissen hat. Ob sich das überhaupt gelohnt hat, hier für den hier auf Attacke zu fahren. Bin ich echt mal gespannt, was da am Ende... Aber die Party ist jetzt gleich vorbei. Der da jetzt weiterfährt, ne? Die letzte Minute, Leute. Und der Tiger P kriegt jetzt die nächste. Ja. Und jetzt geht er seitlich. Jetzt interessiert es den E25 einen Dreck. Und das war's. Das war eine saugeile Runde, finde ich. Der hat hier richtig geil gekämpft. Leck mich am Arsch. GZ. Thanatos. Absoluter Hammer, geile Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 10 Kills haben die 3 zusammen gemacht und der hat hier, ja, wie nennt man die, Kolobanov, oder? Das müsste sein. Wir gehen in die Auswertung, Leute. Jo, Freunde, hier sind wir in der Auswertung von Spannend Wars. Das war ja wohl eine geile Runde. Die Auswertung ist heute etwas länger. Ja, zum einen haben wir hier den, den wir am Anfang gesehen haben, Lieblingsmensch. Und der hat hier nur eine dritte Klasse geschafft. Aber es geht ja bei Spannend Wars nicht um irgendwelche Fahrzeuge, die gemeistert werden. Ne? 3 Kills hat er am Ende gehabt. 1000 Schaden. Ein bisschen was gespottet hat er auch noch. Gehen wir in die detaillierte Auswertung. 25 Schuss abgegeben. 12 sind angekommen. 9 haben durchschlagen. Den Schaden hatten wir schon. Und mit Premium macht er am Ende trotzdem, dass er hier kaputt geschossen wurde, noch 33.000. Ne? Also er hat sehr wenig an Abzügen gehabt. Tagessieg. Auch drinne 2600 Erfahrungspunkte. Gehen wir noch in die Teamscore. Die gucken wir uns hier mal an. Dann haben wir sie gleich gespart. Schadenstechnisch, guckt euch das mal an. Der Thanatos macht hier mit dem E25 5 Kills und 3000 Schaden. Der absolute Hammer. Aber guckt mal hier. Hä? Chris Lux, der macht mit dem E25 3300 Schaden. Also die beiden haben das Match hier gerockt, auf jeden Fall. Nur, dass er halt sehr viel einstecken musste wahrscheinlich in dem Kampf und Thanatos hat ihn dann nachher zerlegt. Ja, Lieblingsmensch und Warbird, gute 1000 Schaden. Also zusammen hat der Zug 5000 Damage rausgehauen, 10 Kills gemacht. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und wenn das dann noch so ein spannendes Ende hat, klasse. Der Tiger P, Ottoman Machine, ne? Ottoman Machine. 8-mal geschossen hat er. Naja, am Ende hat es nicht gelangt, mein Freund. Ne? Würde ich mal fast sagen. Wir gucken nochmal, ob wir jemanden kennen hier von den anderen. Der AFK Goldnoob war auch noch dabei. Das ist auch geil. Der AFK Goldnoob. Ansonsten, ne, Bambi ist mitgefahren. Chris Lux, Respekt, auch gut gekämpft. Ne? Jetzt wollte ich schon gerade sagen, ist das Sex Machine vom Dusk Till Dawn? Ne, es ist aber Sax Machine. Scheiße. Oder der weiß nicht, wie man Sex schreibt. Der T29. Ja, alles klar. Ottoman Machine, alles klar. Ja, ansonsten, ne, auch wieder keinen, den wir kennen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Auswertung von Thanatos an. Und die haben wir hier. E25 Kolobanov. Erste Klasse hat er nur gemacht. Schade. Aber er hat den Verteidiger, weil er hat ja, ich glaube, bei 10 Sekunden hat er gedecapped. Das war natürlich auch geil. Und Kolobanov, ne? Wenn du am Ende gegen wie viel Gegner kämpfst? 5 or more. Und das war in dem Moment der Fall, wo die M44 zerschossen wurde. Ne? Da war er dann allein gegen 5. Und das sind genau die 5, die er gekillt hat. Ne? Das waren die 5, die am Ende gegen ihn waren. Chris Lux war einer davon.
Also, 3000 Schaden hat der gute Thanatos hier gemacht. Die Teamauswertung kennen wir. Wir gucken uns noch hier an. 44 Mal gefeuert, 31 Schuss im Ziel, 25 haben penetriert. Und somit kommt er dann am Ende. Ja, das ist dann natürlich der Hammer, ne? Er hat die APCR-Granaten verballert. Aber er konnte sich das leisten, ne? Er hat also massiv Punkte hier gemacht. Geld meine ich doch. Und dann kann man sich das auch leisten. Dann kriegst du am Ende sogar noch Plus raus. 4115 Erfahrungspunkte mit dem Tagessieg. Und das war spannend, Wars. Und das waren eine richtig geile, spannende E25 Platoon-Runde. Ich würde sagen, Daumen hoch von mir auf jeden Fall. Und ja, lasst auch einen Daumen da, wenn euch die Runde gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bomber. Bis dahin. Und vielen Dank an Lieblingsmensch Thanatos und Warbird. Bis dahin, dann, ne? Tschüssikowski.